Die FCB-TV News werden Ihnen präsentiert von bwin. Nachdem die Bayern-Profis am Montag von Pep Guardiola einen freien Tag verordnet bekommen hatten, ging es heute an die Vorbereitungen für das Spiel in Mainz, wo der deutsche Rekordmeister die Titelverteidigung zumindest theoretisch schon unter Dach und Fach bringen könnte. Ob es nun klappt oder nicht am Samstag, alle außer Holger Badstuber waren heute auf jeden Fall dabei bei der angesetzten Einheit an der Siebener Straße. Für das Bayern-Team ist es die Ruhe vor dem Sturm, denn es ist die letzte komplette Trainingswoche vor mindestens 4 englischen Wochen in Folge. Bleibt am Abend da noch ein bisschen Zeit, mögliche Champions-League-Gegner zu beobachten? Ja, das ist immer, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht einer, der viel Fußball anschaut, weil es ist schon die ganze Zeit Fußball und dann mal Zeit ist mal auch mal Zeit, um mal mit der Familie zu genießen. Aber natürlich schaut man so ab und zu und vor allem, welche Gegner kommt natürlich am Freitag. Und das wird ein schönes Los, glaube ich. Und auf wen der FC Bayern im Viertelfinale der Champions League trifft, erfahrt ihr am Freitag natürlich hier bei FCB TV. Dann übertragen wir die Auslosung live. Es lohnt sich also, vorbeizuschauen. Und ein paar andere Themen, die haben wir jetzt für euch im Newsflash. Und damit tschüss. Tom Starke feiert Geburtstag, 33 Jahre jung, fit wie eh und je. Da gratuliert selbst Pep auf seine Art. Der FC Bayern setzt sich für kranke Kinder und deren Angehörige ein und übernimmt die Patenschaft für die Kinderhilfe Organtransplantation e.V. Kapitän Philipp Lahm und Vize-Bastian Schweinsteiger nahmen stellvertretend einen Preis der Kinderhilfe Kio entgegen. Ehrmann macht den Kids-Club froh. Der offizielle Partner des FC Bayern öffnete seine Tore zur Produktion in Oberschöneck. Dabei durften die jungen Bayern-Fans alles sehen und kreierten sogar ihren eigenen Lieblingsjoghurt. Ein super Tag für die Kids und Maskottchen Bernie. U23-Spieler Lukas Grill verlässt die zweite Mannschaft des FC Bayern und wechselt zum schwedischen Erstligisten Mjällby. Im FC Bayern-Trikot bestritt Grill insgesamt 16 Regionalligaspiele.